Was heißt denn das alles hier? Baby? Weitwinkel war gestern. So Gaststars dann auch im weiteren Sinne? Ja, nicht offiziell allerdings. Aber auf jeden Fall mit Platten, das begeistert mich mal wieder so richtig. Ja. Leitende Worte zu der Ausstellung und zu dem Werk zu sagen. Und ja, ich bin gespannt und übergebe jetzt und freue mich. Vielen Dank. Also, Saki wurde am 25. Mai 1979 in Backnang geboren und malte schon als Kind, wie man halt als Kind so malt. Später erkundete sie mit der Kamera die Welt und entdeckte in der Dunkelheit des Fotolabors die Faszination am Licht. Als Grafikdesignerin dann verfeinerte sie ihre Strichführung und prägte da schon ihren Zeichenstil. Damals war auch die Zeit, in der sie sich überlegt hat, aus der rauen Wirklichkeit der Werbewelt auszubrechen, indem sie experimentelle Zeichenstudien angeregt hat auf der Suche
ja, nach einer Ausdrucksmöglichkeit für sich selbst. Die Maori haben ja ihre Stammes- und Familiengeschichten immer in Tätowierungen dargestellt. Das war eine Inspirationsquelle. Was noch? Fernöstliche Meditationskünste. Ja. Musik natürlich, aber auch Künstler des Jugendstils. Die prägen dich so immer wieder. Immer wieder mal, genau. Wir machen was kurz und knapp. Ich lade Sie herzlich ein. Schauen Sie sich die Bilder an. Entdecken Sie Sakis Geschichten, entdecken Sie auch Ihre eigenen Geschichten da drin, lauschen Sie der Musik und genießen Sie das Dasein. Und den Kartoffeln. Und den Kartoffeln. Das war sehr gut. Juhu.